Ja, willkommen zur Folge 9 bei Satisfactory mit Update Nummer 3. Ich bin General Vegas, ich bin hier zurück mit euch am Start. Lasst uns loslegen. Diese Episode wird es wahrscheinlich vor allem darum gehen, mal die Base ein bisschen zu bauen. Das heißt, wir müssen ja jetzt einiges abliefern für dieses nächste Tier-Upgrade, beziehungsweise wir haben auch einige Milestones, die einfach viel Materialien brauchen. Die habe ich teilweise hier noch gar nicht als Baumöglichkeit hier, die Versatile Framework und auch die Automated Wiring nicht. Das heißt, es gibt einiges zu tun. Ich gucke jetzt erstmal nach meinem Concrete-Vorrat. Ich nehme an, das ist nicht super ausreichend. Und werde wahrscheinlich auch jetzt relativ schnell mal schauen, hier diese zwei weiteren Nodes hier anzuschließen von dem Iron Ore, die hier gleich in die Ecke sind. Die sind beide Impure. Also von daher eine gute Quelle. Ich glaube, die waren ja an dem Hügel. Aber jetzt will ich mal ganz kurz gucken, dass ich vielleicht gleich noch eine zweite Mine von dem Limestone mache, weil hier gerade, um mal die Basis zu bauen, du einfach extrem viel Zement brauchst. Obwohl, wir haben ja schon einiges. Mal gucken, wie weit das reicht, um mal hier sozusagen ein Fundament zu bauen und daran anzuknüpfen. Weil das ganze Spaghetti-Thema geht mir gerade schon ein bisschen auf den Zeiger, weil hier einfach ja, durch die Höhen, verschiedenen Höhen der verschiedenen Anlagen es einfach echt lustig wird, langsam auch immer teilweise noch durchzukommen. Ich tue mal ein paar Sachen hier weg und guck mal, dass ich dann jetzt gleich nebendran anfangen kann zu bauen. Yellow Power Stack, die können wir gleich mal noch researchen, glaube ich. Ansonsten die Kohle können wir erstmal raus tun. Mal ganz kurz gucken, was ich damit alles noch machen kann hier. Das habe ich auf jeden Fall nicht. Die Framework habe ich auch nicht. Die Motor muss ich extra machen. 2 von 5 Handslot. Das müsste ich ja kurz hinkriegen. 8. Inventory Slot, das sagen wir auch nicht, nein, nee. Jetzt, wo war's? Nee. Also die Power Slug können wir jetzt erstmal machen. 8 Cables, okay. Nee, nee, da. 5 Minuten das Ganze, okay. Dann machen wir erstmal andere Sachen derweil. Das hier kann erstmal raus, dann können wir ein paar Cables kurz bauen. Sulfur kann auch erstmal wieder raus. Kann man mitnehmen. So. Okay, reicht erstmal. Erstes Ziel wird mal hier dieses wahrscheinlich Coal Power sein. Das kriegen wir relativ schnell hin. Die Rotoren und sowas müssen jetzt wahrscheinlich alles drüben einfach volllaufen, sobald hier die nächsten 50 Iron Plating fertig sind, weil ich habe nichts. Smart Plating. Weil ich habe nichts an Lager dahinter und brauch's jetzt, aber beziehungsweise will es auch erstmal nicht so machen. Beziehungsweise hier haben wir ja schon relativ viel alles eigentlich voll. Ich nehme mal hier die Reinforced Plates gleich raus und die Rotor auch, weil dann kann das nämlich weiterlaufen. Das brauche ich sowieso für die MK2 Transportbänder. Da wären wir schon fast fertig. Wir bräuchten ja nur noch die Cable. Okay, dann machen wir das doch mal ganz kurz. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich so schnell bin, aber umso besser ist es.
mal gerade ein paar mehr. Nicht, dass ich wieder nachher nichts bauen kann. So, müsste reichen. An der Seite. Das heißt, ich kann schon die Coal Power abschießen oder upgraden, nicht abschießen, das wäre nicht so gut, weil die brauchen wir echt, um einfach hier 170. Okay, das müsste ich aber trotzdem dann gleich haben. Schon 100 mehr drin, okay. Zack. So, dann haben wir jetzt die Coal Power schon. Milestone reached. Coal is an improved alternative power source to biomass and can be fully automated if provided water with the new pipeline buildings and power throughout the initial setup. Coal has been added to the resource scanner. Okay, das heißt, die haben da sitzen. Ensure the close proximity of water to the coal production line. Note: Pumps will aid in vertical transport of fluids through pipes. Note: Throughput and volume indicators are added to each pipe section automatically. Ja, willst du noch eine Note machen? Okay, also dann haben wir hier die erste Iron Ore Impure. Wir hätten da unten Wasser. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie weit denn die Coal weg ist. Und da wäre die zweite Note mit Iron Ore Impure. Okay, das dauert länger. Ich habe immer noch nichts. 730, das geht aber. Das heißt, ich könnte hier eigentlich unten an der Oase so eine kleine Power-Node aufbauen. Jetzt muss ich mal gucken. Was brauche ich denn für einen Core-Generator-Motor? Das habe ich alles schon da. Das heißt, ich bräuchte... Fluid-Buffer ist mir jetzt nicht so wichtig. Die Foundations ist auch nicht super wichtig. Was brauche ich für die? Das brauche ich nur Support. Okay, das müsste ich mal ein paar, das müsste ich mal ganz kurz automatisiert aufbauen, die Copper Sheets, sonst was brauchen wir denn dafür? Okay, Ruhe, okay. Dann mache ich mal kurz eine Anlage dazu, beziehungsweise guck erstmal nochmal, ob hier irgendwas Limestone-mäßiges in der Nähe ist. Okay, da ist gleich neben 4230, okay. Jo, okay. Dann nächste Runde. Copper Ore. Da unten ist noch 198, okay. Weil das reicht mir jetzt momentan nicht, weil der macht 60 pro Minute. 60 pro Minute, okay. Der macht 30. Okay, dann könnte ich ja nicht fast 60 ohne Waffe. Okay, dann könnte ich hier wahrscheinlich sogar einfach gleich mal die zweite Linie aufbauen. Beziehungsweise hier ist die eine. Also ich glaube, ich fange jetzt einfach mal da oben sozusagen am Hügel an, mir die feste Base aufzubauen. Was haben wir denn im Tal unten? Nix. Okay. Da wäre Platz dafür, das heißt, ich setze jetzt einfach mal hier als Aufsatzpunkt an und ziehe dann jetzt auch dann erstmal die Copper Sheet Produktion gleich hier hoch und versuche das mal ein bisschen sauberer aufzubauen. Hier gehen wir auch ins Nichts raus, das heißt, hier bauen wir nichts groß zu, bis auf diesen Berry Baum, aber den kann ich jetzt einmal abernten, dann ist das eh gut. Falls ich dann mal wieder irgendwann auf die Idee komme, irgendwas Tolles hier dran zu bauen, wäre das ja auch null Stress. So. Fundament Nummer 1. Auch wenn wir dann hier rechts umbauen, da ist ja dann gleich die Möglichkeit hier auch sozusagen von dem Iron Ore an, von der Iron Note entsprechend anzubauen. Aber jetzt brauchen wir erstmal die Copper Sheets, um die Stromproduktion fahren zu können.
Ja, jetzt waren wir da ja doch nicht ganz am höchsten Punkt, aber gut, was soll's. Wir haben ja Platz ohne Ende hier nicht mal die Luft zu bauen. Das ist ja kein Problem. Na, da solltest du nicht hin. So, dann brauchen wir. Wir haben jetzt erst. Okay. Wir haben noch kein Eingangsfenster sozusagen für die ganzen Wände, deswegen lassen wir das erstmal so, weil nachher würde ich gerne einfach die normalen Wände einziehen, um das direkt zu connecten. Das heißt aber, ich ziehe jetzt mir erstmal von der Copper Node sozusagen das Zeug hoch. Mache hier einen Bypass. Ein Speed da rein. Ist ja nicht ganz so wichtig, wo der ist. Bis dahin? Nee. Ist aber nicht so wild. Ah, brauche ich erstmal rechts. Jetzt muss ich erst wieder darüber kommen. Gucken wir mal kurz nach Research, ob die schon wieder durch ist. Sehr gut. Noch mehr Sachen zum Anhängen. Da wollte ich Cables machen. Sehr gut, dass ich die Cables schon wieder für was anderes verwendet habe. Machen wir mal neue Cables. Sekunden, okay. Gut, da kommt dann irgendwann die Lila, ne? Nutritions hatte ich noch nicht. Und das könnte ich jetzt machen. Ich mach mal, weil die. Ah, okay, das dauert auch 10 Minuten, dann heißt es mal ein bisschen beschäftigt. Sehr gut, muss ich gleich die ganze Zeit wieder nachgucken. Okay, dann. Ich hab die Sheets, habe ich. Naja. Und ich kann nicht gleich ein paar mehr mitnehmen. Oder nicht so viel brauche ich ja nicht. Ich bin ja schon relativ nah an der Node. Meiner wollte ich gleich noch 2, 3 bauen. Für die anderen Nodes dann. So. Steep? Okay. So geht das aber. Okay. So, dann brauchen wir Production Water Extractor. Ja, da brauchen wir die Copper wieder. Das ist aber kein Problem. Jetzt brauchen wir erstmal ein Smelter. Ich setze ihn mal ein bisschen weiter vorne hin, falls wir hier gleich nochmal irgendwie später hier nebendran Smelter bauen wollen, beziehungsweise ich mache es gleich mal, dass ich hier einen Splitter hinsetze. Was soll das jetzt? Ja, ja, kann man machen, aber das ist jetzt nicht die richtige relevante Linie, naja. Okay. Dann
Warte. Andersrum. Mal Strom. Da war was. Welche von den Powerballs ist hier frei? Keine, keine. Benno, die hier, 3 von 4. So, dann brauche ich erstmal hier wieder eine. Ich nehme an, der müsste ja eigentlich. Mal gucken, was die Copper Bells hier verbrauchen. 20 pro Minute. Jetzt haben wir 2. Mal gucken, ich stecke mal ganz kurz da unten einen Power Upgrade rein. Ob der dann 120 macht, weil dann könnte ich gleich nämlich mit 2 Smeltern entsprechend 3 von den Copper Shield Generatoren da machen. Wahrscheinlich macht er das 90. Hier. 90. Also ich mach's anders. Ich hab ja dann irgendwo nochmal weiter vorne eine Kopfarmine, vielleicht schieße ich die einfach die dann gleich mit an. Aber das heißt im Endeffekt, ich muss hier erstmal noch einen Splitter dazwischen bauen. Weil sonst wird das nix. Das kannst du hier nämlich nicht. Ja, beziehungsweise erstmal einen Merger. Dann wieder ein Splitter. Mal kurz überlegen, da steht ja dann ungefähr. Organization Production. Nee, ich meine. So. Ist jetzt auch noch hier 5. In der Mitte rein, müsste dann eigentlich beide funktionieren. Ah, okay. Oder auch nicht. Dann muss, ja, das Gute ist, glaube ich, das geht mit 3ern besser. Dann stellen wir nämlich 1 in Line. Dann bauen wir hier gleich wieder an. Ne, da unten nicht. Ich brauche mal irgendwie ein Jetpack. Das wird langsam irgendwie nichts mehr hier. Dann gehen wir hier in einen Splitter rein. Und 3 haben wir gesagt, ne? Dann können wir hier Production Constructor. Dann haben wir den ersten mal in die Mitte rein, dass der halt lined. Und den zweiten den ran. Das wird jetzt natürlich nicht 100% hinhauen für den Anfang, solange nicht die zweite Node angeschlossen ist. Aber ist es immer mal das, was vorhanden ist, wird mal ausgenutzt.
den ganzen Spaß wieder zusammen. Jo, es war zu erwarten, dass es wieder passiert. Deswegen, First Step erstmal die Kohleminen ans, beziehungsweise die Kohlegeneratoren ans Laufen kriegen, weil das wird jetzt dann irgendwann echt zum Painpoint hier, das alles auch zu ernten, zu verarbeiten, weil das kannst du halt, das musst du halt selber machen, das bringt halt nur teilweise was. Also kurz gucken, was wir noch verteilen können. Alles wieder durch. Okay, das heißt, wahrscheinlich wird es wahrscheinlich so sein, dass ich hier irgendwann leer laufe und natürlich nicht ernten war, wie man das halt mal so tun sollte. Weil ich natürlich lieber baue. Oh Wunder. Ich hoffe einfach mal, dass ich schneller bauen kann mit der Kohlenmine, als mir dann hier jetzt die Rohmaterialien ausgehen. Mal schauen. Wir werden sehen. So, ihr seid schon fleißig am Bauen. Hier auch noch ein Lager dran, dass das natürlich nicht voll läuft, so rum, nicht leer läuft. Ja, momentan brauche ich erstmal nur die Sheets. 10, okay, da ist ja mit dem einfachen MK1 alles gemacht. Der läuft jetzt erstmal voll. Dann. Kohle ist relativ umfangreich, das heißt, da kann ich wahrscheinlich gleich mit MK2-Bändern anfangen. Und werde mir erstmal wieder hier die Reinforced Blades mopsen, weil da werde ich wahrscheinlich einiges brauchen. Der ist erstmal voll. Ich habe es nicht vor, die erstmal gerade weiterzubauen, weil ich will das eigentlich relativ schnell dann hier nochmal ordentlich aufbauen. In der Base. Hier fehlt eine Platte. Kann man natürlich nicht akzeptieren. Okay, das heißt, wir haben erstmal Basis dafür. Ich überlege mal, ich ziehe mal, glaube ich, kurz die. Das müsste reichen. Ich ziehe mir, glaube ich, kurz mal erst noch die zweite Koppermine hier hoch und ziehe das rüber. Strom. Wäre von Vorteil, hier auch gleich Strom mitzunehmen. Die ist voll. Jetzt muss ich erstmal wieder eine hinstellen. Okay, ich glaube, das müsste dann eigentlich reichen von der Distanz her. Ich hätte gern meinen. Ja. Ne, nicht den zweiten Miner auch noch. So. Dann Production Mine. Das passt. Strom dran. Perfekt. Kann hochfahren. Vielleicht auch ein bisschen in Höhe bauen, dass wir hier überhaupt dann auch mal später
durchfahren können und nicht wieder überall an sämtlichen Bändern hängen bleiben. Okay, die Blades reichen doch bei weitem nicht. Naja. Schauen wir mal, wie weit es geht. Gut. Müsste es doch eigentlich mal langsam auch voll sein, obwohl die Rotoren sind nur scheinbar langsam. Okay, wie auch immer. Irgendwann werde ich halt einfach vielleicht mal die Reinforced Plates dann ein bisschen übertakten, dass ich mehr kriege, weil ich brauchte ja hier wahrscheinlich vor allem für die MK2-Bänder. Soll ich jetzt wieder Luftschlösser bauen? Wollte ich dieses Teil, werde ich wahrscheinlich eh nicht so oft fahren. Dann fahren wir das halt mal so, wo es geht. Und mal eine Rampe dran, dass ich auch wieder hochkomme. Ja. Gut. Wird wohl mehr Rampen geben. Und natürlich treffe ich natürlich das, was ich gebaut habe, logischerweise. Warum auch nicht? Mal da auch rechts oder links sozusagen zu den anderen dazu. Wo ist das die? Das juckt mich jetzt mal weniger. Und das haben wir erstmal gleich irgendwie so gefühlt in die Mitte rein, dass wir dann halt später auch das Fenster. Okay, oder nicht? Yep, da. Ich sollte einfach mehr Cables bauen. Muss ich eh einige bauen, weil wenn ich zur Kohlemine hin will, brauche ich auch wieder Strom. Ja, machen wir mal 100, dann gucken wir mal. Ich glaube mir dann auch wieder ein paar Rotoren, weil ich glaube, die brauche ich dann auch wieder für die Kohlemine, beziehungsweise eigentlich die Kohlegeneratoren so rum. Das kann mal weg hier alles. So, die kann ich mir ja auch hier klauen. So. Ich hoffe mal, das reicht jetzt erstmal wieder so ein bisschen. So, dann machen wir noch den dritten Konstruktor. Dann ist das nämlich eine ausgetaktete, saubere Linie. Aber schön aufgebaut, was will man mehr? Und dann brauchen wir jetzt die nächste Powerpole. Ja, am Anfang sind die Powerpoles echt nicht so wirklich nützlich, weil gefühlt baut man die dauernd wieder neu. Copper Sheet, so. Ich
nehme jetzt 178, meine ich, glaube, das müsste ja fast schon reichen, um jetzt hier dann mal unten was aufzubauen. Wenn nicht, komme ich nachher einfach wieder, das ist kein Stress. Aber jetzt haben wir erstmal auf jeden Fall, glaube ich, von den Copper Sheets genug als Produktionsbasis. Das heißt, ich laufe jetzt mal kurz rüber, beziehungsweise ich baue jetzt erstmal die Kohle-Node an, beziehungsweise einen Miner drauf. Wo ist er? Für einen Miner habe ich alles. Und ich habe jetzt auch einiges, glaube ich, als Reinforced Iron Plates 143. Mal gucken, ob das reicht, um das dann sozusagen zu einer Wasserstelle zu ziehen. Ich würde das nämlich als Außenposten sozusagen aufbauen, weil Strom ist an der Stelle, sobald du einmal im Netz bist, ja erstmal egal. Das heißt, ich muss das nicht hier zur Base bauen. Ich versuche das mal so ressourcenschonend, wie es möglich ist, zu bauen. Um dann dementsprechend mir die ganzen Mats zu sparen. 600. Okay, das ist doch ein bisschen weiter weg. Aber das geht jetzt mal. Das ist nicht so ganz so weit weg wie der Sulfur. Spaß. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht irgendwann vergesse, mal immer wieder drauf zu drücken. Ja, 204 Meter, das haben wir ja gleich dann. Ist zwar nur eine Node, aber für einen Start soll es mal erstmal reichen. Okay, jetzt habe ich erstmal hier kurz Spaß mit diesem tollen, spuckenden, wehtuenden Teil. Dass ich jetzt nicht draufgegangen wäre, das wäre jetzt natürlich noch sehr lustig geworden. Wir haben zwei Nodes, okay, noch besser. Da kann man ja gar nichts sagen. Eher gesagt traumhaft, weil das dürfte eigentlich für den ersten Energiebedarf absolut reichen. Ich habe jetzt was mal ja, logischerweise nur einen Miner mitgenommen. Ich meine, klar, warum auch zwei? Aber jetzt gucken wir mal. Wie viel Kohle baut der ab? 60. Das heißt, okay, jetzt bauen wir das mal was anders. Dann baue ich halt dann doch hier mal ganz kurz Space Elevator. Nein. Der Craft. Nicht kein Craftsbench. Ein Equipment Workshop hin. Ist auch nicht so schlimm, das kostet jetzt nicht die Welt. Oh, 9 Miner. Weil dann 60, 60, 120. Das heißt, dann lohnt sich auch das MK2-Band. Nehmen, weil der baut ja eh bloß 60 ab. Und merge es dann hier zusammen. Da unten ist schon Wasser, oder? Ich glaube, das kriege ich mir gleich an. Das heißt. Die Frage, wie viel Wasser braucht er denn? Reicht ihm das kleine Flüsschen hier, da braucht er da richtig viel. Power. Wo ist das drin? Water Extractor, okay. Deep Water, okay. Das heißt, das Flüsschen reicht nicht.
Dann müssen wir weiter nach vorne. Ja, ne? Ja, es ist halt ein bisschen jetzt. Naja, mal schauen. Ich mach's jetzt mal. Boah, das wird aber echt mies. Das da bis nach vorne zu ziehen. Aber gut, da muss ich jetzt durch. Ja, wahrscheinlich muss ich da mal von Hand noch ein bisschen nachbauen, weil das, was der mir produziert, nicht reichen wird. Gehen wir jetzt mal runter Richtung Wasser. Ja, das wird spannend. Und hoch, dass wir drunter durchfahren können. Genau, ja, jetzt dachte ich mir, dass das nicht reicht. Aber gut, ich meine, die Minen laufen jetzt erstmal, die haben Strom. Ja, das heißt, die können wir schon mal ein bisschen abbauen und puffern. Da muss ich mal gucken, dass ich jetzt hier ein paar Reinforced Plates baue. Ich gehe mal kurz ein Fast Forward für euch. Thank you.
zwei Kohlegeneratoren gebaut. Ich glaube, das reicht erstmal mit ein bisschen Overclocking, um meine Biomass-Generatoren abzulösen. Kohlemäßig sieht es gut aus. Der stockt hier schon von der ja ganz gut. Ich finde auch das jetzt mit dem Wasser auch viel logischer. Ich meine, wie funktioniert Dampfkraft? Nichts anderes. Du brauchst Wasser, machst es warm und verdampfst das und erzeugst daraus Energie. Vorher war das Ganze ja ohne Wasser. Von daher, ich finde es richtig gut mit dem Wasser und Pies dazu. Auch logisch sinnvoll. Funktioniert auch relativ gut. Nur solange du kein Jetpack hast, so wie ich, kommst du eigentlich so gut wie nicht über diese Pipes drüber. Das ist ein bisschen schwierig ist am Anfang. Aber gut, das sollte sich ja dann demnächst lösen mit den nächsten Milestones, die wir dann anlocken. Aber das Beste an der ganzen Sache ist erstmal unabhängig, in gewissem Grad zumindest unabhängiger von der Energie. Ich muss ja nicht mehr rumrennen, um irgendwas abzubauen an Holz und Biomasse und sonst was, sondern ich kann hier einfach runter vor mich hinwerkeln, kann hier hinten, das sieht man, meine kleinen Anfänge der Base. Die werde ich jetzt weiter ausbauen. Ich muss hier vor allem mal wahrscheinlich die Reinforced Iron Plates forcieren, aber jetzt, wo ich mit Energie unabhängig bin, kann man das auch viel besser machen. Und in dem Sinne, sage ich mal, wäre ein guter Cut wieder für die Episode. Ich schneide es zusammen, mache ein bisschen Fast Forward rein, damit es nicht so lang ist für euch, weil es gibt einfach auch viele Stellen, wo ich einfach bloß rumrenne und Sachen mache. In diesem Sinne, bis zur nächsten Episode. Ich freue mich drauf. Euer General Vegas. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert, abonniert den Channel, wie ihr Lust habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.